الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Herr sprach: Bittet mich, ich werde eure Bitte erhören, spricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Die Ulama sagen: Bittet mich. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, ihn zu bitten, azza wa jalla. Und die Ulama sagen: Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen in dem, was er befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Und hier befiehlt uns Allah subhanahu wa ta'ala, ihn zu bitten. Und der Mensch bittet Allah subhanahu wa ta'ala oft, um seine Angelegenheiten zu erledigen, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, und sucht Hilfe bei Allah durch seine Bittgebete, damit seine Angelegenheiten erledigt werden. Dua. Im Arabischen heißt Bittgebet Ad-Dua. Was heißt Dua? Dua ist dieser Ruf des Diener Allahs zu Allah, indem er ruft: Ya Rabb, Ya Rabb. Ja? Und dieser Ruf bedeutet: Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um etwas, was ich gerne haben möchte. Oder ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, damit er subhanahu azza wa jal etwas von mir fernhält, was ich nicht gern habe. Etwas, was mir vielleicht schaden könnte. Also ich muss Allah bitten, das ist Ad-Dua. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, damit er meine Angelegenheiten erledigt, subhanahu wa ta'ala, damit er sie erleichtert, inshallah, meine Wünsche erfüllt. Oder ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, damit er von mir den Übel fernhält. Das ist Ad-Dua im Islam. Und Allah hat uns befohlen, subhanahu wa ta'ala, ihn zu bitten. Das ist allein an sich eine Ibadah. Wer Allah gehorcht in seinen Befehlen, subhanahu wa ta'ala, automatisch hat er damit Allah subhanahu wa ta'ala angebetet, azza wa jal, und wird für seine Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala, unabhängig von der Antwort Allah subhanahu wa ta'ala. Unabhängig. Also es gibt zwei Sachen in dieser Ayah, wo Allah sagt: وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي. Allah hat gesprach, subhanahu wa ta'ala, bittet mich, ich werde eure Bitte was erhören. Hier ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sehr wichtig zu erkennen im Islam. Ein Befehl und ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Person, die Allah bittet, azza wa jal, muss mit dieser Absicht Allah bitten, subhanahu wa ta'ala, Allah zu gehorchen in dem, was er befohlen hat, subhanahu wa ta'ala, und mit Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala meine Bittgebete erhören wird, weil Allah es versprochen hat. Also man darf nicht, hier a'udhu billah, an Allahs Versprechen zweifeln, denn niemand hält sein Versprechen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir heute, subhanallah, sind viele Muslimin beispielsweise, die machen Dua. Die bitten Allah subhanahu wa ta'ala häufig, mashallah, die bitten Allah ständig, alhamdulillah, um etwas, aber oft ist es so, dass ihre Angelegenheit nicht erledigt wird. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Weil im Islam das Bittgebet hat Voraussetzungen. Die Annahme des Bittgebets hat Voraussetzungen im Islam. Beispielsweise, inshallah, während ich bete, ich kann im Bittgebet, weil diese Frage wurde häufig auch gestellt, wann darf ich im Gebet Allah bitten, subhanahu wa ta'ala? Wir haben einmal einen Hadith erwähnt, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß gesagt hat: Der Diener Allahs ist im Sujud, im Niederwerfen, am nächsten zu Allah oder am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala, so vermehrt eure Bittgebete, sagt Rasulullah sallam. Dort im Sujud bist du direkt bei Allah subhanahu wa ta'ala in der Quelle, du kannst Allah so viel bitten, wie du willst. Ja, das ist sehr wichtig, inshallah. Aber es kann sein, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala im Sujud, in einer Ibadah, das ist das Gebet hier gemeint, aber kann sein, meine Bittgebete im Sujud, obwohl ich am nächsten bin zu Allah subhanahu wa ta'ala, und werde nicht angenommen. Der Grund dafür ist, dass du dein Gebet verrichtest ohne Aufrichtigkeit. Weil eine Voraussetzung für die Annahme unserer Bittgebete in einer Ibadah, ja, das ist nicht unabhängig von Ibadat, heißt das, während ich bete oder bei der Pilgerfahrt kann man auch viele Dua beispielsweise machen, Jabal Arafah, im Berg von Arafah, die Bittgebete werden erhört bei Allah, von Allah subhanahu wa ta'ala, beispielsweise auf der Reise, in verschiedenen, beim Tawaf, umrundung vom Kaaba, alhamdulillah, werden die Bittgebete erhört, beim Safa und Marwa auch, alhamdulillah. Beim Fasten werden die Bittgebete erhört, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Bittgebete des Fastenden werden von Allah erhört, solange er fastet. Und beim Fastenbrechen hat der Muslim ein Bittgebet, welcher von Allah nicht abgelehnt wird. Das heißt, es wird erhört von Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir vor, in der ganzen Ramadan 30 Tage lang
hast du so viel Zeit, um Allah zu bitten, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du Ramadan fastest, ohne Aufrichtigkeit, und du bittest Allah in Ramadan, während du fastest, deine Bittgebete werden nicht erhört aus dem Grund, weil du nicht mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas gefastet hast. Also die erste Voraussetzung, damit unsere Bittgebete erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala, sei es im Gebet oder bei der Pilgerfahrt oder beim Fasten, oder egal welche Ibadah, in der wir Allah bitten können, subhanahu wa ta'ala, ist die Voraussetzung Pflicht für dich, dass du diese Ibadah mit Aufrichtigkeit verrichtest, damit dein Bittgebet erhört wird. Das ist die erste Voraussetzung. Weil wenn du betest aus Scheinheiligkeit oder Augendienerei, damit die Menschen sagen, MashaAllah ist ein guter Diener, Allah, guck mal, wie er betet, damit du gelobt wirst von den Menschen, dein Bittgebet in dieser Ibadah wird abgelehnt. Wird nicht erhört werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah akzeptiert nur aufrichtige Ibadat. Taten, die mit Aufrichtigkeit verrichtet werden. Zweite Voraussetzung, damit unsere Bittgebete erhört werden, ist auch sehr, sehr wichtig, schon darauf zu achten, ist, dass unsere Bittgebete keine Feindschaft enthalten. Was heißt Feindschaft? Beispielsweise, ich bete zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit er jemand schadet. Es gibt heute leider unter den Muslimen Eltern, die, a'udhu billah, Bittgebete gegen ihre Söhne und ihre Töchter machen. Warum? Weil vielleicht der Sohn liebt seine Frau. Oder die Frau, der Ehemann liebt seine Frau. Das heißt, der Sohn dieser Familie liebt die Ehefrau, die die Familie nicht liebt. Was hören wir vom Vater? Er verflucht seinen Sohn. Er bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass die beide geschieden werden. Oder die Mutter bittet gegen Allah subhanahu wa ta'ala, damit ihre Tochter unglücklich wird mit diesem Mann, weil die Mutter ihn nicht liebt. Sowas im Islam wird nicht erhört von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil in diesen Bittgebeten ist Feindschaft drin, wal'iyadu billah. Und Allah akzeptiert keine Feindschaft, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, oder beispielsweise jemand bittet Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Verwandtschaftsbande nicht mehr gepflegt wird. Damit die Familie auseinandergenommen wird, wal'iyadu billah. Und das ist nicht islamisch und das wird bei Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht erhört. Es gibt beispielsweise Eltern, die beispielsweise sie glauben, a'udhu billah, dass sie öfter glauben, dass sie im Recht seien. Beispielsweise der Sohn möchte eine bestimmte Frau heiraten, die fromm ist, die Voraussetzung erfüllt, die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, dass sie beispielsweise fromm ist und tugendhaft ist. Sie unterstützt ihren Mann in seinen Dien, also seine Religionsangelegenheiten und Dunya-Angelegenheiten. Das ist der beste Schatz für den Mann, den er findet. Das ist das Beste, was ein Mann, alhamdulillah, wie Rasulullah sagt, ad-dunya mata' wa khayru mata' ad-dunya zawjatun saliha. Dunya ist ein Genuss und der beste Genuss in dieser Dunya ist eine fromme oder eine tugendhafte Frau. Eine fromme und eine tugendhafte Frau ist der beste Genuss in diesem Leben. Wenn er sie anschaut, sie erfreut ihn, alhamdulillah. Durch zwei Sachen, durch ihr Aussehen, ja, und durch ihr Charaktereigenschaften und ihr Verhalten ihm gegenüber. Wenn er ihr Anweisungen gibt, beispielsweise mit aller Liebe, und diese Anweisungen dürfen auch nicht im Islam, a'udhu billah, über die Grenzen Allahs gehen, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Mann darf auch nicht seine Frau etwas befehlen oder Anweisungen geben, die verboten sind im Islam. Beispielsweise, es gibt einen Mann, der sagt, okay, zieht ein Hijab aus. Darf die Frau ihrem Mann hier gehorchen? Nein, sie dürfen nicht gehorchen. Es gibt eine Grundlage im Islam. Man darf kein einzigen Geschöpf gehorchen, ja, der uns ruft dazu, Allah, sich Allah zu widersetzen, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, jemand sagt zu mir, a'udhu billah, dazu eine Frau zieht ein Hijab aus. Auch wenn sie ihn liebt, sie darf ihn nicht gehorchen. Weil Allah und sein Gesandter gehen vor, subhanahu wa ta'ala. Und sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Und diese Frau bewahrt alles, was dem Mann gehört, beispielsweise. Alles, was ihm gehört. Sie bewahrt sich selbst, indem sie, a'udhu billah, sich nicht zur Schau stellt. Sie, wenn er verreist ist, sie bewahrt sein Zuhause, kein fremder Mann kommt nach Hause rein, inshallah. Sie bewahrt ihn in seine Kinder, indem sie gut erzieht. Sie bringt ihnen guten Charaktereigenschaften bei, ein gutes Verhalten bei, alhamdulillah. Und noch dazu, sie ist treu, alhamdulillah. Und sie bewahrt ihn auch in sein Geld, damit es gemeint, sagen die Ulama, wenn der Mann seine Frau sein Geld anvertraut, sie geht nicht verschwenderisch damit um. Beispielsweise, wenn so ein Mann, so eine Frau findet, die alle Voraussetzungen erfüllt, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, in diesem Fall ist die Frau nicht, wie sagt man das, sie darf nicht, a'udhu billah, ihrer Familie gehorchen in diesem Fall. Natürlich, man muss zum Imam gehen und der Imam muss mit den Eltern reden, inshallah, Rabbil Alamin, sie aufklären, inshallah, dass sowas nicht im Islam gibt, weil ein Marokkaner muss nicht eine Marokkanerin heiraten, ein Tunesier muss nicht eine Tuneserin heiraten, sowas gibt es nicht im Islam. Eine Sache vereint uns, wa lillahi alhamd,
ist La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Und noch bei Allah, subhanallah, der Angesehenste bei Allah, ist nicht der Tunesier oder der Marokkaner oder der mit schönsten Augen oder der blonde Haare hat oder der schwarze Augen hat, sondern die Person, die Allah am meisten fürchtet. Der Angesehenste unter uns bei Allah ist der, der sich am meisten hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der sich hütet vor all dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und es ist der, der Allah am meisten fürchtet. Das ist, worauf Allah achtet, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ein Tunesier kann eine Marokkanerin heiraten, ein Marokkaner kann eine Tunesierin heiraten, egal wo man herkommt. Sowas gibt es nicht im Islam, walillahilhamd. Und wenn ein Mann beispielsweise kommt, der fromm ist und die Voraussetzungen erfüllt, wie die Rasulullah auch erwähnt hat, dass man mit seinem Deen, mit seiner Lebensweise, mit seiner Art und Weise, wie er den Islam praktiziert, zufrieden ist, und man ist zufrieden mit seinen Charaktereigenschaften, alhamdulillah, er hat einen guten Benehmen, alhamdulillah. Rasulullah hat gesagt, so verheiratet eure Tochter mit diesem Mann. Sonst wird ein großer Fassad auf Erden sein, ein großer Unheil verbreitet sein. Und das ist die Versuchung auch, hier ist gemeint die Unzucht. Und das ist heute weit und breit zu sehen, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. In diesem Fall, die Eltern haben nicht das Recht, ihre Kinder diese Ehe zu verbieten. Das heißt, es gibt alhamdulillah normalerweise einen Richter, der das macht, aber wenn kein Richter vorhanden ist, dann gehen die zu Imam, der Imam klärt die Eltern auf. Wenn die Eltern dann sich Allah und den Gesandten widersetzen, in diesem Fall ist der Imam dann verantwortlich für diese Tochter. Und wenn sie dann auch heiratet und die Eltern machen Dua, bitten Allah, damit die Tochter unglücklich wird, oder der Sohn in diesem Fall unglücklich, diese Bittgebete werden nicht von Allah subhanahu wa ta'ala erhört. Warum? Weil da ist Feindschaft in diesen Bittgebeten drin. Und das akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Oder noch eine Sache, die verboten ist im Islam beim Dua. Beispielsweise jemand sagt, ja Allah, lass mich ein Prophet sein. Ist das möglich? Es gibt Menschen, die machen solche Duas. Es ist unmöglich, weil der letzte Prophet ist gekommen. Das war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Khatim al-Anbiya wal-Mursalin. Das heißt, der Siegel aller Propheten. Mit ihm schickt Allah keinen einzigen Propheten mehr. Der einzige, der noch kommen wird, der von Allah erhoben wurde, subhanahu wa ta'ala, ist Isa alaihi salam. Der wird nochmal kommen. Aber er wird nicht als Prophet kommen, um eine neue Botschaft zu bringen. Nein. Er kommt als Unterstützung für die Umma. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und auch beispielsweise jemand, der bittet Allah subhanahu wa ta'ala um etwas, was Allah verboten hat. Es gibt Leute, beispielsweise sagen, ja Rabbi, a'udhu billah, ich weiß nicht, ich möchte diese Frau haben, a'udhu billah, diese Nacht, und ich möchte mit dieser Frau meinen Spaß haben, mal'iyadu billah, oder ich möchte heute diese Feier zustande bekommen. All das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Wenn du Allah bittest um etwas, was verboten ist, Allah erhört deine Bittgebete auch nicht. Also erstens, die Aufrichtigkeit ist sehr wichtig. Zweitens, keine Feindschaft im Bittgebeten. Das ist sehr wichtig, damit unsere Bittgebete erhört werden. Und noch dazu, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Problem bei den Muslimen heute. Diese Ungewissheit beim Bittgebet. Diese schwache Überzeugung beim Bittgebet. Und dieser Zweifel an Allahs Versprechung beim Bittgebet. Das sind a'udhu billah Hindernisse, ja, für die Annahme unserer Bittgebete. Viele Muslimen auch mal haben ein großes Problem. Sie testen Allah. A'udhu billah. Die testen Allah, indem sie sagen, ich versuche heute Allah zu bitten, ich gucke, ob Allah mir gibt oder nicht. Das ist Tajriba, das ist verboten im Islam. Du darfst Allah nicht testen, Azza wa Jalla. Er hat dir versprochen. Du musst Allah bitten und die Voraussetzung erfüllen und Allah erhört deine Bittgebet. Das heißt, man muss Allah mit Yaqin bitten, subhanahu wa ta'ala. Yaqin heißt die Gewissheit. Mit hundertprozentiger Überzeugung und ohne Zweifel. Allah bitten, Azza wa Jalla. Und Allah wird mein Bittgebete erhören. Aber die Art und Weise, wie Allah antwortet, überlässt du Allah. Warum überlasse mir das Allah? Du bist ein Diener, du bist ein Abd, du bist verpflichtet, Allah zu bitten, subhanahu wa ta'ala. Er hat dir versprochen zu antworten. Allah ist der Allwissende. Sein Wissen umfasst alles. Allah sieht Dinge, die du nicht siehst. Manchmal, wir Menschen wollen etwas haben und wir sehen in dieser Sache etwas Gutes darin. Aber weil Allah alles weiß und weiß das, was du nicht weißt und kennt die Konsequenzen, subhanahu wa ta'ala, von dem, was du haben willst, wenn du es hast, ja, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir nicht das, was du haben willst, sondern etwas anderes als das. Beispielsweise, du bittest Allah um eine bestimmte Frau. Du willst sie heiraten, du siehst etwas Gutes in dieser Frau. Du sagst, das ist die Traumfrau, mit der kann ich ein schönes Leben leben. Das denkst du. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kennt diese Frau besser als du. Allah kennt das Verborgene, das, was du nicht kannst, das, was du nicht siehst.
Du siehst die Frau vielleicht ein, zwei Mal, aber Allah sieht in ihr Herz, was in diesem Herzen drin ist. Wie viele schlechte oder gute Eigenschaften. Und Allah sieht, ob diese Frau zu dir passt oder nicht. Ob du zu dieser Frau passt oder nicht. Also Allah kennt alles, subhanahu wa ta'ala, weiß alles und kennt die Konsequenzen dieser Ehe, wenn sie stattfinden würde. Weil das, was man sieht, ich sehe, das ist gut, khair. Aber nein, Allah sieht darin kein khair. Was macht Allah? Allah gibt ja diese Sache nicht und erschwert ja diese Angelegenheit. Warum? Weil es kein khair für dich ist. Weil Allah weiß und du weißt nicht. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Denn Allah weiß alles, aber du nicht. Unser Wissen über bestimmte Personen, über Dinge im Leben ist begrenzt. Unsere Wissen, unsere Entscheidungen, Urteile sind abhängig von dem, was wir hören, dem, was wir sehen. Aber Allah nicht, Azza wa Jalla. Er kennt das Verborgene, er kennt das, was wir verbergen. Subhanahu wa ta'ala. Es gibt Menschen, die bitten Allah um Reichtum. Ja Allah, ich will reich werden, ja Rabbi, jeden Tag. Allah subhanahu wa ta'ala erfüllt diesen Wunsch auch nicht. Oft ist es so, dass Allah es nicht erfüllt, weil Allah weiß, subhanahu wa ta'ala, weil er die Zukunft kennt, Azza wa Jalla, und kennt diese Person am besten, sogar Allah kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal gibt ihm nicht seinen Wunsch, erfüllt ihm nicht seinen Wunsch. Warum? Weil Allah weiß, das wird sein Dien schaden. Vielleicht ist er fromm, er ist am Beten, er ist am Fasten, der lebt enthaltsam, mashallah. Plötzlich kommt Geld und Geld ist Versuchung. Jetzt will er leben. Plötzlich fängt er an, seine Gebete zu vernachlässigen, etwas später zu beten. Warum? Weil Geld ihn abgeschäft, ihn abgelenkt hat. Wal'iyadu billah. Was macht Allah? Allah gibt dir nicht das, was er sich wünscht. Nicht, weil Allah dich hasst. Nein, zum Gegenteil. Die Ulama sagen sehr schönen Spruch von Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Sagt, manchmal gewährt Allah etwas. Oder verwehrt. Entschuldigung, Allah verwehrt etwas. Du verlangst was, aber Allah verwehrt dir das. Er gibt es dir nicht. Warum? Um dich vor etwas zu schützen, was du nicht siehst, welches du nicht weißt, du kennst es gar nicht. Aber Allah, als er dir das verwehrt hat, subhanahu wa ta'ala, er hatte damit Schutz gewährt. Deswegen sagen die Ulama, das Verwehren Allahs kann gleichzeitig das Gewähren Allahs bedeuten. Damit hat er dich geschützt für etwas, was dir schaden kann, welches du mit eigenen Augen nicht sehen kannst, weil du das Verborgene nicht siehst. Versteht ihr mich, inshallah, ein bisschen? Es ist sehr wichtig im Islam, die Ergebnisse unserer Bittgebete Allah zu überlassen. Allah subhanahu wa ta'ala. Manchmal, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, du fragst etwas, du kriegst es nicht direkt. Warum? Weil Allah dich hasst. Das denken viele Muslimin. Ibn Ayyin, rahimahullah, hat sehr schöne Sache gesagt. Er sagt, du darfst dich als Muslim nicht verachten. Beim Bittgebet. Du darfst dich nicht verachten wegen dem, was du von dir selbst kennst. Was heißt das? Das bedeutet, du sagst, ich bin schwach. Ich bin kein guter Diener Allahs. Ich erfülle nicht alles, was Allah von mir verlangt. Ich bin nicht so gehorsam, wie Allah es verlangt, wie Allah verlangt, subhanahu wa ta'ala. Aus diesem Grunde verachtest du dich selbst und du verachtest deine Bittgebete und du denkst, Allah wird meine Bittgebete nicht erhören. Das stimmt nicht. Ibn Ayyin rahimahullah sagt, Allah hat sogar Iblis seinen Wunsch erfüllt. Als sagt Rabbi, anzurni ila yawmi yub'athun. Lass mich leben, ja Rabbi, bis zum Tag der Auferstehung. Bis zu einem bestimmten Tag. Ich will nicht sterben. Lass mich jetzt so lange leben, bis zu diesem bestimmten Tag. Und der Iblis, keiner so schlimm wie Iblis. Keiner so schlimm wie der Shaitan. Trotzdem hat Allah seinen Wunsch erfüllt. Qala innaka min al-mundarin. Dein Wunsch wurde erfüllt. Du wirst so lange leben, wie es dir gewünscht. Das ist der Shaitan. Und du bist kein Shaitan, walillah alhamd. Du bist ein Muslim, du glaubst an Allah, du hast Fehler. Das heißt, wenn Allah den Shaitan seinen Wunsch erfüllt, warum du nicht? Nur weil du ein paar Sünden hast? Nein, schau nicht auf deine Sünden. Wenn Allah den Shaitan seinen Wunsch erfüllt, dann ist es eher, dass Allah deine Wünsche erfüllt. Das heißt, bitte Allah mit Gewissheit. Du musst Gutes denken von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah ist so zu dir, wie du von ihm denkst. Man darf die Hoffnung in Allah subhanahu wa ta'ala nicht verlieren. Bitte Allah mit Überzeugung, mit Gewissheit, Allah wird meine Bitte erhören, subhanahu wa ta'ala. Nicht zweifeln. Und Allah, wenn er dir deine Sache direkt nicht gibt, Allah will dich prüfen. Allah will sehen jetzt, subhanahu wa ta'ala, ob du weiter bittest oder nicht. Ob du standhaft bleibst bei den Bittgebeten oder nicht. Und wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Muslim Allah bittet, azza wa jalla, der Mu'min Allah bittet ständig, immer wieder, immer wieder. Allah gibt nicht sofort seine Angelegenheit, subhanahu wa ta'ala. Warum? Allah sagt, ja Jibril, erledige nicht seine Sache. Warum? Ich liebe es, seine Stimme zu hören.
Allah liebt es, subhanahu wa ta'ala, deine Stimme zu hören. Wer bist du? Ich und du als einfacher Mensch, Diener, ein armer Mensch. Allah, der Erhabene, subhanahu wa ta'ala, liebt es, deine Stimme zu hören. Obwohl er deine Stimme gar nicht nötig hat. Allah braucht nichts, subhanahu wa ta'ala. Braucht niemand, nichts, keine Taten, keine Gehorsamkeiten. Weder unsere guten Taten können Allah, subhanahu wa ta'ala, bereichern, noch können unsere Sünden Allah, subhanahu wa ta'ala, schaden, azza wa jalla. Aber guck mal, die Eigenschaft Allah. Allah liebt es, deine Stimme zu hören und prüft deine Geduld. Also gib nicht auf. Mach weiter. Allah will sehen, wie standhaft du bist. Allah will sehen, wie aufrichtig du bist, dein Bittgebet. Weil oft ist es so, subhanallah, man bittet Allah, man kriegt seine Sache, man hört auf, Allah zu bitten. Und manchmal ist es eine Erziehungsmaßnahme von Allah. Wie denn? Du bist nicht bekannt bei Allah, dass du so viel Dua machst. Und Dua ist eine Ibadah. Dua huwa al-Ibadah. Weil Dua an sich ist Ibadah. Wie ist es hier gemeint? Durch deine Niedergeschlagenheit und die Gebrochenheit deines Herzens und deine Zuwendung zu Allah, ja, und deine Anerkennung, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich überhäuft hat mit seinen Gunsten und dass du niemand anders hast, der deine Wünsche erfüllt, außer Allah. Durch diese Eigenschaften, die sich in deinem Herzen mischen in dem Moment und deine Niedergeschlagenheit und Unterwerfigkeit vor Allah in dem Moment, wo du Allah bittest, dadurch ist der Dua ein Ibadah geworden. Durch diese Eigenschaften ist das Bittgebet ein Ibadah im Islam. Durch diese Niedergeschlagenheit, Niedergebrochenheit des Herzens. Das ist oft so, wenn wir jemanden sehen beim Dua, er ist so ein Miskin, ein Armer. So ganz arm. Es gab Sahabi, die sagten, Ja Rabbi, ana ubayduka, nicht abduka, ubayduka. Ich bin dein Dienchen, nicht Diener, wie Katze, Kätzchen. Ja, das ist Verniedlichung. Sagt, Ja Rabbi, ich bin nicht nur ein Diener, sondern er hat dich noch kleiner gemacht, als er ist. Und das war ein Sahabi gewesen. Ana miskinuka, Ya Rabbi. Ich bin dein Armer, Ya Rabbi, der dich braucht. Der dich benötigt, Ya Allah. Der deine Hilfe braucht. Ich bin deine Hilfe bedürftig, Ya Rabbi. Das liebt Allah. Das liebt Allah. Es gibt eine sehr schöne Erklärung von Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Er hat gesagt, manchmal Allah prüft den Mensch. Und durch die Prüfung holt Allah aus ihm die Bittgebete raus. Weil alle Wege sind zu. Alles, du hast dich überall, du bist hier überall hingegangen, nach Hilfe gesucht. Alle Wege sind zu. Allah hat sie geschlossen, absichtlich. Nicht, weil er dich hasst. Das ist sehr wichtig, nicht, weil er dich hasst. Weil wenn Allah dich hasst, subhanahu wa ta'ala, hätte dir alles gegeben und braucht dann nicht aus diesen Bittgebete zu hören. Allah prüft, sogar für al-Athar, ist eine Überlieferung. Allah sagt zu den Malaika, ich habe meinen Diener geprüft, um sein Dua zu hören. Weil Allah diese Eigenschaft liebt. Allah liebt diese Ibadah. Da beweist dich wirklich, dass du ein Diener bist. Dass du ein armer Mensch bist. Dass du abhängig von Allah bist. Dass du abhängig von seiner Versorgung, subhanallah, bist. Dass du abhängig von seiner Hilfe bist. Du bist bedürftig. Du brauchst Allah. Das liebt Allah. Wenn sein Diener seine Bedürftigkeit zeigt, das ist etwas Besonderes bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Und Ibn Jawziya, Ibn Rajb al-Hanbali sagt, rahimahullah, Allah prüft seinen Diener so sehr. Und der Diener Allahs bittet, fängt an, Bittgebete zu machen. Weil er jetzt keine andere Wahl hat, außer Allah zu fragen, azza wa jal. Es gibt mal eine ganz kurze Geschichte, ganz schnell in der Zeit von Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ist bekannt, a'udhu billah, seine Sprache war sein Schwert. Er war ein Tyrann gewesen. Und eine alte Frau in seiner Zeit hat einen Sohn, der für sie sorgt. Eine alte, arme Frau braucht ihren Sohn. Und subhanallah al-Azim. Wer wird festgenommen von wem? Von Hajjaj ibn Yusuf. Die arme Frau hat niemanden. Sie sucht sich jemanden, den sie kennt, einen Mann, der eine Position derzeit hatte in der Gesellschaft. Sie ist zu ihm hingegangen und bittet ihn um Hilfe. Dieser Mann natürlich, er geht überall hin, weil er Bekanntschaften hat, die ebenfalls in der Gesellschaft eine Position haben. Klopft von Tür zu Tür. Versucht Hilfe zu, sucht nach Hilfe, um diesen Jungen zu befreien. Er kehrt erschöpft nach Hause. Den ganzen Tag lang sucht er nach Hilfe. Er kehrt erschöpft nach Hause. Er legt sich hin und schläft. In diesem Schlaf ruft ihn eine Stimme. Sagt, du bist die Person, die von Tür zu Tür gegangen ist. Und klopft an die Türen an, auf die Türen, sagt, um diesen Jungen zu befreien. Sagt, hast du nicht eine Tür vergessen? Der Mann sagt, welche Tür? Sagt, die Tor des Himmels. Du hast vergessen, Allah zu fragen. Du hast vergessen, Allah zu fragen. Du hast jeden gefragt.
aber nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Sinn der Sache. Allah erschwert die Angelegenheit. Alle Wege sind geschlossen, nur ein einziger. Alle Türen sind geschlossen, außer eine einzige Tür, das ist die Tür Allahs. Azza wa Jal. Das heißt, sagt Allah, Ibn Rajab al-Hanbali, sagt Allah zwingt seinen Diener, Allah zu bitten, weil er ihn liebt. Er will aus ihm diese Bittgebete rausholen. Er will seinen Munajat. Allah will sehen, wie sein Diener ihn anfleht. Das liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah liebt es subhanahu wa ta'ala, wenn man ihn ständig fragt. Wenn du Allah ständig fragst, er liebt es subhanahu wa ta'ala. Er liebt es, deine Stimme zu hören, wie du ihn rufst, wie du weinst, wie du ihn anflehst. Um Hilfe, um alles, was du willst. Sahaba sagen, Wallahi, wir haben Allah um Salz gebeten. Salz. Urwa ibn Zubayr hat jemand gesehen, wie er schnell gebetet hat. Sag, Subhanallah. Sag, hast du nicht Wünsche, die Allah dir erfüllen soll? Sag, Wallahi, ich frage Allah sogar Salz im Bittgebet. Im Sujud, ich frage Allah nach Salz. Wer denkt heute, Allah nach Salz zu fragen? Subhanallah al-Azim. Weil sie wussten, der Gebende ist Allah. Der Einzige, der ihre Wünsche erfüllt, ist Allah. Der Einzige, der ihre Probleme löst, ist Allah. Wallahi nur Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Subhanallah al-Azim. Ibn Rajab al-Hamil sagt, Allah prüft. Druck wächst auf diesen Diener. Er weiß nicht mehr, wohin. Jetzt plötzlich erkennt er, es gibt nur einen Weg, Allah zu bitten, Ad-Dua. Weil der Rasul sallam sagt, Ad-Dua yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dua hilft gegen Prüfungen, die schon auf der Erde angekommen sind und gegen Prüfungen, die noch nicht angekommen sind. Die noch nicht von Allah herabgesandt worden sind. Und sogar sagt, wenn der Dua von einem Diener stark ist, wenn du richtig mit Aufrichtigkeit Dua machst, und Allah bittet, subhanahu wa ta'ala, dein Dua steigt herab zu Allah, azza wa jalla. Unterwegs ist die Prüfung. Sie treffen sich im Himmel. Was passiert? Ein Streit. Dein Dua kämpft gegen die Prüfung, die normalerweise runterkommen muss. Jetzt kämpfen sie im Himmel. Wenn der Dua stark ist, was passiert? Er besiegt die Prüfung wird von Allah wieder aufgehoben. Subhanallah. Sagt, wenn der Dua schwach ist, die kämpfen trotzdem, was passiert? Die Prüfung kämpft, die Prüfung wird durch den Kampf erschöpft. Die kommt runter, aber schwächer, als sie normalerweise gekommen wäre. Also der Dua hilft auf jeden Fall. Und Rasulullah sallam sagt, nichts verändert, nichts verändert das vorher Bestimmte, außer das Bittgebet. Ad-Dua. Ad-Dua ist sehr wichtig, Wallahi al-Azim, ist eine der wichtigsten Waffen des Muslims, das Bittgebet. Das ist eine Ausrüstung für einen Muslim. Ibn Rajab al-Hanbali sagt, Allah drückt, 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 subhanallah al-Azim, bis Allah aus seinem Diener das Bittgebet rausholt. Und er bittet weiter, er bittet weiter. Allah gibt dir nichts. Wochenlang. Ist abhängig von unserer Hartherzigkeit, ehrlich gesagt. Er sagt dann so weit, subhanallah, Allah will seinen Diener etwas klar machen. Er macht so viel Dua, Allah erfüllt nichts. Nach viel Zeit, die entgangen ist, die vergangen ist, was passiert? Der Diener sitzt irgendwo an der gleichen Stelle, wo er angefangen hat, Allah zu bitten, subhanahu wa ta'ala. Was passiert dann? Er fängt an zu weinen. Es tut ihm weh. Er ist traurig. Er spürt Weichherzigkeit. Und er hat etwas erkannt. Das ist das Ziel, was Allah subhanahu wa ta'ala erreichen wollte. Azza wa Jal. Der Diener erkennt innerlich, erkennt, er sagt, ich bin es nicht wert, dass Allah meine Bittgebete erhört. Und fängt an zu weinen, niedergeschlagen. Sein Herz ist gebrochen. Er weint wirklich, richtig weint. Allah wollte so weit bringen, subhanahu wa ta'ala, um diesen Zustand zu sehen bei seinem Abd. Diese Ergebenheit. Niedergeschlagenheit. Ja Rabbi, ich bin nichts. Da erst hast du erkannt, dass du wirklich ein Diener bist. Derjenige, der innerlich wirklich vom Herzen fühlt, ich bin es nicht wert, dass Allah meine Bittgebete erhört. Allah sagt, sieht, dass sein Diener sich selber jetzt verachtet. Und fühlt sich ganz klein, weil vorher immer, mashallah, Kibr im Herzen. Hochmut, Allah muss, a'udhu billahi, achi. Allah, wenn er will, dann bist du verloren. Nein, Allah will diesen Zustand bei seinem Diener sehen. Er ist jetzt niedergeschlagen, hat erkannt, er ist nichts. Jetzt gibt ihm Allah seine Sache. Schon erst dann gibt ihm Allah, weil Allah wollte aus ihm etwas anders machen, als er ist. Allah wollte ihn erziehen, subhanahu wa ta'ala. Erziehungsmaßnahmen. Ich will aus dir, Abdi, einen anderen Abd machen. Ein Abd, der erkennt sich selbst, wer er ist. Der nicht hochmütig ist, der keine Selbstgefälligkeit im Herzen hat.
der erkannt hat nun wirklich, dass er wirklich ein wahrer Diener ist. Wortwörtlich Diener ist. Weil wir sind nicht einfach so frei, wir leben, wir machen, was wir wollen. Sondern wir sind die Diener Allahs. Allah macht mit seinen Dienern, was er will, subhanahu. Das heißt, die Person, die Dua macht, und ihre Wünsche werden nicht erfüllt. Das heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie vergessen hat. Oder Allah hört deine Bittgebete nicht, wal'iyadu billah. Allah hört sie auf jeden Fall, subhanahu wa ta'ala. Aber Allah manchmal hat Verschiedenes vor mit seinen Ibad. Und wie gesagt, Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Und eine sehr wichtige Voraussetzung, liebe Geschwister, ist, was dieses Thema gerade betrifft, wollte ich einen sehr wichtigen Punkt von Ibn al-Qayyim erwähnen, rahimahullah. Es gibt Leute, die bitten Allah einmal, zweimal, dreimal, kriegt nicht seine Sache, hört auf. Ich bitte Allah nicht mehr. Das ist ein Verlust. Weil jedes Mal, wenn du Allah bittest, du hast Ajr für die Ibadah. Das heißt, du hast Ajr für Ibadah. Und Dua, liebe Geschwister, wallahi. Wenn wir Allah bitten, wenn in der Zeit, wenn es uns gut geht, in der Erleichterungszeiten, wenn es uns gut geht, keine Prüfungen, diese Dua geht nicht verloren. Weil wenn eine Prüfung kommen sollte irgendwann mal, diese Dua wird bei Allah subhanahu aufbewahrt und Allah benutzt es dann gegen diese Prüfung, dass sie aufgehoben wird. Allah beseitigt diese Prüfung durch die Dua, die du gemacht hast, in der Zeit, wo es dir gut ging. Dort hast du Allah nicht vergessen, Allah vergisst dich jetzt nicht. Deine Bittgebete werden erhört. Es gibt sogar vom Athar, dass wenn ein Diener Allahs immer Dua macht, immer Allah bittet, ob das in guten oder schlechten Zeiten, und besonders in guten Zeiten, weil oft Menschen vergessen Allah in guten Zeiten. Wenn es ihm gut geht, er ist vergesslich, a'udhu billah, er lebt sein Leben und vergisst Allah. Und bittet Allah gar nicht, subhanahu wa ta'ala. So, ob er Allah gar nicht braucht, kommt eine Prüfung, fängt er an, richtig Allah zu bitten. Das ist nicht gut im Islam. Weil die Malaika, wenn du Allah ständig bittest, ob wenn es dir gut geht, was passiert? Deine Stimme wird ja aufgehoben. Die Malaika hören ja deine Stimme. Die empfangen deine Bittgebete. Was passiert dann, wenn eine Prüfung kommt? Du bittest Allah noch stärker, noch mehr als vorher, mit mehr Hingabe, mehr Konzentration, mehr Gewissheit und Überzeugung. Die Malaika sagen, ja Rabb, das ist eine bekannte Stimme, die kennen wir. So erleichtere seine Angelegenheit, ja Allah. Die Malaika fangen an, für dich Dua zu machen bei Allah, damit Allah schnell wie möglich deine Angelegenheit erleichtert. Und die Bittgebete von den Malaika werden erhört bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber jemand beispielsweise, der Allah subhanahu wa ta'ala in den guten Zeiten gar nicht bittet, und vergisst Allah und macht gar kein Dua. Aber erst, wenn die Prüfungen kommen, wenn harte Zeiten auf ihm kommen, fängt er an, richtig Dua zu machen. Die Malaika sagen, ja Rabbi, diese Stimme ist uns unbekannt. Erledige nicht seine Angelegenheit. Du musst Allah erkennen, subhanahu wa ta'ala, nicht nur in den schweren Zeiten. Auch wenn es dir gut geht. Ta'arraf ala Allahi fil racha, ya'rifuka fil shidda. Das heißt, erkenne Allah. In den schönen Zeiten, in den guten Zeiten, wo es dir gut geht, dann wird Allah für dich sein, subhanahu wa ta'ala, wenn es schweren Zeiten kommen. Heute viele geben Allah die Schuld, a'udhu billah. Diese Menschen müssen sofort Tawbah machen, sofort. Denn es liegt an uns und nicht an Allah. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah, liebe Geschwister, hat sehr schön gesagt, für die Leute beispielsweise, die machen jetzt einmal, zweimal Dua, nach zwei, dreimal hören sie auf. Die sind in Eile. Die wollen, dass die Sache sehr schnell erledigt wird. Was machen die Leute? Die hören sofort auf. Ibn al-Qayyim hat ein sehr schönes Beispiel gegeben. Jemand hat ein Grundstück. Und wir haben ja diese Kerne, die wir benötigen, um zu sehen. Sagt er, nimmt diesen Kern und sät es in der Erde, dann bedeckt er es mit Erde. Was muss er dann machen? Er muss es dann die ganze Zeit übergießen, die ganze Zeit gießen, sich darum kümmern, alhamdulillah, aufpassen, alhamdulillah, dass die Erde gesund bleibt. Sagt, er macht es monatelang. Normal, bei einem Baum wächst ja nicht von heute auf morgen oder ein paar Monate. Es braucht Zeit, bis es seine Früchte gibt. Der Baum braucht Zeit, bis er wächst, bis er dann seine Früchte gibt, von der du Nutzen ziehen kannst. Sag Ibn al-Qayyim, aber diese Person gerade, wo seine Arbeit ihre Früchte zeigt, das heißt, dieser Kern, den er in der Erde, alhamdulillah, begraben hat und übergossen hat, mashallah, sagt subhanallah, gerade wächst die über die Erde. Es wächst ein bisschen über die Erde, es zeigt die Früchte seiner Arbeit. Hört er auf, sich darum zu kümmern. Er hat gerade die Arbeit verlassen, wo sie ihre Früchte zeigt. Hätte er weiter gearbeitet, hätte er mehr Früchte gesehen. Stimmt? Genauso beim Bittgebet. Du hast gerade angefangen, Dua zu machen. Einmal, zweimal, dreimal. Allah liebt es, deine Stimme zu hören, deswegen Allah subhanahu wa ta'ala verzögert die Antwort, azza wa jalla. Dann gerade, wo deine Bittgebete ankommen bei Allah subhanahu wa ta'ala und steht kurz bevor, dass Allah die Früchte deines Bittgebets zeigt,
hörst du auf, Allah zu bitten. Das nennt man Istajan. Das heißt, der Mensch will alles schnell haben. Das geht nicht nach unserer Laune. Sondern Allah entscheidet, wann und was du bekommst. Subhanahu wa ta'ala. Allah entscheidet, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Menschen, es gibt sogar ein Hadith, wo Rasulullah sagt, Allah antwortet die Bittgebete, er hört die Bittgebete von seinen Dienern, solange er nicht, man sagt, voreilig ist. Das heißt, solange er nicht sagt, es muss jetzt geschehen, es muss schnell geschehen. Nein. Sabr, Geduld. Dua und Geduld. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit auf jeden Fall deine Bittgebete erhören. Und da gibt es noch einen sehr wichtigen Punkt, inshallah, worauf wir Muslime achten müssen. Weil das ist einer der wichtigsten Punkte. Unsere Ernährung. Unser Verdienst. Wovon wir leben. Wovon unsere Kinder und Frauen leben. Wenn das haram ist, wenn wir das Geld auf unerlaubte Art und Weise verdient haben. Ja? Beispielsweise, ich wurde mal gefragt, ob das Verkaufen von Alkohol halal wäre. Es ist klar für jeden Muslim und Muslime, das Berauschende allgemein ist verboten im Islam. Es ist verboten, weil es den Menschen schadet. Allah hat uns etwas anvertraut. Das ist unsere Seele und unser Körper. Und unsere Organe sind uns von Allah anvertraut worden. Wir müssen darauf aufpassen. Körper und Seele sind uns von Allah anvertraut worden, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen also darauf aufpassen, es bewahren. Und deshalb hat Allah alles verboten, was den Menschen schadet. Ob es Drogen, a'udhu billah, sind oder Alkohol beispielsweise. Und viele sagen, ein Glas schadet nicht. Doch, ein Glas kann auch schaden. Von wie vielen Menschen haben angefangen mit einem Glas? Wo sind sie am Ende gelandet? A'udhu billah, im Landesklinik. Wegen psychischer Probleme, Störungen, Nervenprobleme, wal'iyadu billah. Und wie oft ist es so, dass Menschen mit einem Glas angefangen haben, bis sie Alkoholiker geworden sind? Ja? Und jedes Mal, guck mal, der Schaden, der dahinter entsteht, a'udhu billah. Der Mensch hat nicht mehr seinen Verstand unter Kontrolle. Er hat Sachen, die schlimmer sind als das Alkohol selbst. Wie die Geschichte von diesem Mann, dem eine Königin unbedingt, a'udhu billah, mit ihm Unzucht begehen wollte. Der Mann war tugendhaft, hat dagegen gehalten, mashallah, bis an dem Tag, die Frau hat ihn dann mit Gewalt reingebracht, sagt, entweder begehst du mit mir Unzucht, oder du trinkst ein Glas, du trinkst Alkohol, a'udhu billah, oder du tötest den kleinen Jungen jetzt hier. Sie hat ihn unter, a'udhu billah, unter Druck gesetzt. Er überlegt, was soll ich jetzt von diesen drei tun? Was soll ich von diesen drei tun, was am wenigsten Schaden hat? Er dachte, Alkohol trinken und nach Hause gehen. Er trinkt, wird betrunken, er begeht mit ihr Unzucht und tötet den Jungen. Das ist Alkohol, das sind Drogen, das ist das Berauschende. Und wie oft, wallahi al-azim, in dieser Gesellschaft oder egal wo man heute lebt, a'udhu billah, ist überall weit verbreitet Menschen, die Alkoholiker geworden sind, die sind süchtig. Jedes Mal gehen sie trinken draußen, kommen sie nach Hause. Was passiert? Die arme Frau. Sie hat sehr schön gekocht, mashallah, beispielsweise. Was passiert dann? Weil er betrunken ist, er hat sich nicht mehr unter Kontrolle, fängt an, die arme Frau zu schlagen. Für etwas, was sie nicht getan hat. Einfach aus Ungerechtigkeit. Die Kinder kriegen das oft mit. Dann irgendwann kommt es zur Scheidung. Und die Kinder landen im Heim, al-iyadu billah. Oft ist es so, diese Betrunkenen gehen Karten spielen oder pokern oder spielen, a'udhu billah, diese, wie sagt man das, Qumari, yani auf Deutsch, a'udhu billah, diese Glücksspiele, genau. Oft, er lässt sein ganzes Geld dort, wo er gespielt. Er hat verloren, er geht mit so einer schlechten Laune nach Hause, weil er verloren hat, trinkt er ein bisschen, a'udhu billah, ist betrunken, geht nach Hause, muss die Frau leiden und die Kinder leiden. Wie viele Familien sind wegen ein Glas Alkohol, mit dem ein Glas angefangenen Alkohol, a'udhu billah, Familien sind zerstört. Und das ist hier und überall auf der ganzen Welt weit Audubillah verbreitet. Wie viele Menschen betrunken haben andere getötet, haben andere geschlagen, verletzt. Also Allah verbietet nur das, was die Menschheit schadet. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet nur das, was Menschheit schadet. Sonst nicht subhanahu wa ta'ala. Also dieser Alkohol, das Berauschende ist verboten. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, alles was Allah verboten hat, sein Verdienst ist auch verboten. Wenn du etwas verkaufst, was haram ist im Islam, das Geld, welches du verdienst, ist auch haram im Islam. Und wenn du von haram lebst,
Jetzt kommen wir zum Bittgebet wieder zurück. Deine Bittgebete werden von Allah subhanahu wa ta'ala nicht erhört. Und der Beweis dafür, der Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Wer sagt, ein Mann, Ash'ath, Aghbar. Ash'ath heißt, ein Mann ist auf einer Reise, Musafir, auf einer Reise, Ash'ath, Aghbar. Das heißt, ungekämmt, stäubig, auf sein Reittier und hebt die Hände hoch zu Allah. Das ist ein Beweis, dass man beim Bittgebet die Hände auch, alhamdulillah, hochheben darf im Islam. Sagt, er hebt seine Hände hoch zu Allah und ruft, Ya Rabb, Ya Rabb. Der Rasul sagt, فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. Rasulullah sallam sagt, wie soll Allah überhaupt seine Bittgebete erhören? Warum sagt der Rasul in diesem Hadith, sagt, وَطَعَامَتْعَمُهُ حَرَام. وَلِبَاسُهُ حَرَام. Das heißt, er lebt von Haram. Er ernährt sich von Haram. Von verbotenen Sachen, al-Iyadu billah. Seine Kleidung ist Haram. Das heißt, vielleicht auch sein Reittier, worauf er reitet, ist Haram. Sein Leben basiert auf verbotenen Sachen, Haram, Verdienst, al-Iyadu billah. Sagt Rasulullah, wie soll Allah seine Bittgebete hören? Rasulullah sallam hier macht klar und deutlich, dass seine Bittgebete nicht erhört werden. Deswegen sagt der Rasulullah sallam zu Sa'd, Sa'd radiyallahu anhu, sagt, atib mat'amak, tustajab da'watak. Das heißt, atib mat'amak, sagt, lass deine Ernährung, ja, dein Essen, dein Trinken, das, wovon du lebst, gut sein. Damit ist gemeint, halal sein, tustajab da'watak. Deine Bittgebete werden erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, inshallah, dass wir nur von halal leben, inshallah. Und nichts von haram, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das sind auch die Voraussetzungen, inshallah, die ein Sheikh einmal erwähnt hat, inshallah, damit unsere Bittgebete im Islam erhört werden. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan.